Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, abgekürzt UKE. Größtes Krankenhaus der Hansestadt. 10.000 Beschäftigte, rund 400.000 Patienten im Jahr. Und mehr als 250 verschiedene Arbeitszeitmodelle. Anästhesieärztin Iris Carola Eichler bringt ihren 14 Monate alten Sohn Karl in die klinikeigene Kita. Das Tolle an unserer Kita ist, dass sie so schöne Öffnungszeiten hat, nämlich von 5.30 Uhr bis 22 Uhr, sodass wir als Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, auch wirklich viele Schichten wahrnehmen können und unser Kind gut versorgt wissen. Ihr Mann Lars Eichler ist Oberarzt auf einer neurologischen Intensivstation. Ich bin heute den ersten Tag zurück aus der Elternzeit, wieder voll eingestiegen. Hab die Zeit sehr genossen, als sehr wertvoll empfunden für unseren gemeinsamen Sohn und mich. Und bin froh, dass unser Team das so selbstverständlich mitgetragen hat. Nicole Fürstenberg arbeitet als Teamleiterin im Personalbereich des Klinikums. Ihre Tochter Paula ist ein Jahr alt. Vor 2 Monaten bin ich aus der Elternzeit zurückgekommen und hatte schon innerhalb der Elternzeit das Angebot von meinem Arbeitgeber bekommen, in einer neuen Funktion als Teamleitung zurückzukehren, was für mich eine große Wertschätzung ist vom UKE, dass auch eine Mutter so frisch aus der Elternzeit die Möglichkeit hat, ihren Karriereweg zu verfolgen. Und gerade auch im Alltag ist das UKE mir dort sehr entgegengekommen, dass ich die Möglichkeit habe, meine Tochter hier auch in den Kindergarten zu geben und mein Mann und ich, da wir beide hier am UKE tätig sind, auch einen schnellen Bezug und die Möglichkeit haben, auch bei ihr zu sein. Um mehr Flexibilität in der Arbeitszeit zu erreichen, hat das UKE einen eigenen zusätzlichen Pool mit Pflegekräften gebildet, die als Vertretung eingesetzt werden. Intensivkrankenschwester Jasmin Kottemölle hat einen 2-jährigen Sohn. Dadurch, dass wir jeden Tag auf einer anderen Intensivstation eingesetzt sind, führt es zu einer flexiblen Dienstplangestaltung, wo auch dann meine Wünsche größtmöglich berücksichtigt werden. Und das erleichtert mir einfach auch die Kinderbetreuung. Klinikbetrieb rund um die Uhr und dabei trotzdem familienfreundlich sein. Eine besondere Herausforderung. Familienfreundlichkeit ist bei uns ein Bestandteil der Unternehmenskultur. Alleine 80 unserer etwa 150 Angebote im Rahmen der Personalpolitik, nennen wir UKE Insight, richten sich an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu zählen Angebote wie Langzeitkonto, Sabbatical, aber auch lebensphasenorientierte Schichtmodelle, aber auch ganz praktische Dinge wie Notfallbetreuung für Kinder im Fall einer Kitaschließung, bis hin auch zur Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen. Anästhesistin Iris Carola Eichler hat inzwischen die ersten Operationen des Tages absolviert und weiß, dass ihr Sohn Karl nicht weit weg und in den besten Händen ist.